Ja, moin. Ihr seid auch überall, was? Ja, das hier ist eine andere Form der Elektromobilität. Ich bin hier mit dem E-Bike unterwegs. Und ja, das ist eine ganz feine Sache, muss ich sagen. Ist wie ein normales Fahrrad, hat halt nur eine Motorunterstützung und hat einen kleinen Akku dran. Aber das Gute beim E-Bike ist, dass der Akku 100 mal kleiner ist als der vom E-Auto. Ist also wesentlich ressourcenschonender. Ja, mit so einem E-Bike kann man doch schon wesentlich längere Strecken fahren als mit einem normalen Fahrrad, weil man einfach schon so eine Grundgeschwindigkeit von 25, 26 km/h hat, wo der Motor noch unterstützt. Und erst danach muss man dann selber ein bisschen mit in die Pedale treten, richtig. Es ist nicht so, dass man überhaupt nichts tun muss. Also der sportliche Aspekt ist schon gegeben, aber es ist längst nicht so anstrengend und so, naja, zeitaufwendig mit einem E-Bike zu fahren wie mit einem normalen Fahrrad. Es geht halt doch deutlich schneller. Ich benutze es meistens, wenn ich zur Arbeit fahre. Ich habe einen Weg von 6,5 Kilometern und mit einem normalen Fahrrad brauche ich so ungefähr 25 Minuten dafür. Und mit dem E-Bike brauche ich nur knapp eine Viertelstunde. Und das ist genau dieselbe Zeit, die ich auch im Auto brauche, wenn ich dann noch einen Parkplatz suchen muss oder wenn ich mich durch den Verkehr morgens, durch den Berufsverkehr quälen muss. Ja, was ist nun das Besondere an dem Fahrrad hier? Einmal der Akku, den wir hier haben und einmal der Motor, der unten drin steckt, der das Ganze unterstützt. Und dann haben wir hier so einen kleinen Computer oben am Fahrrad und da können wir dann vier verschiedene Modi einstellen. Da gibt es einmal den Modus Turbo, der bringt die größte Unterstützung. Und dann gibt es noch den Modus Sport, Tour und Eco. Und die sind dann jeweils wieder ein bisschen weniger unterstützend, aber dadurch hat man dann wesentlich mehr Reichweite. Im Turbo-Modus hat man also nur so 60 bis 80 Kilometer Reichweite und im Eco-Modus, da sind es schon 150 Kilometer. Also man kann mit so einem E-Bike, auch im Eco-Modus, wo ja schon eine schöne Unterstützung da ist, schon richtig lange Touren machen. Ja, und das ist einfach, finde ich, eine gute Sache zwischen Fahrrad und Auto. Ja, einziges Problem ist, wenn es regnet, man hat halt kein Dach über dem Kopf. Ansonsten ist es aber eine ganz großartige Sache. Ja, so ein E-Bike, das bekommt man vernünftiges so ab 1.500 bis 2.000 Euro. Und wenn man dann so Spitzenmodelle hat, dann geht das schon so 4, 5, 6, 7.000 Euro. Wie bei allem ist da nach oben, wirklich Luft nach oben, da gibt es keine Grenzen. Aber ich denke mal, so mit 2.000 Euro ist man mit einem vernünftigen Bike schon dabei. Und da hat man auch wirklich eine Investition für viele, viele Jahre. Aufladen könnt ihr so ein Fahrrad an jeder ganz normalen Haushaltssteckdose. Das dauert nur ein paar Stunden, dann ist es wieder voll einsatzbereit. Kann man so über Nacht irgendwo ranhängen oder man nimmt den Akku raus. Bei den meisten ist das möglich und dann nimmt man es mit ins Büro oder wo man auch immer ist und hängt es ja eben mit an Strom. Ist also gar kein Problem. Ja, und das gewaltig Nachhaltige an dem Fahrrad hier ist, dass ich es nicht alleine benutze. Das ist nämlich nicht meins, sondern es gehört meinem Arbeitgeber. Und der hat gleich 20 Stück davon. Und der hat gleich 20 Stück davon beschafft und stellt die uns kostenlos zur Verfügung, weil der nämlich auch will, dass wir uns gesund und nachhaltig fortbewegen. Ja, und das heißt, ich kann dieses Fahrrad über eine App für 4 Tage buchen und gebe es dann wieder ab und kann mir dann wieder neues buchen. Also man kann eigentlich rund um die Uhr so ein Fahrrad benutzen. Ja, und das ist nicht nur für dienstliche Zwecke, sondern auch für private Zwecke. Das heißt, ich kann auch meinen Arbeitsweg damit bestreiten, ich kann ein bisschen einkaufen fahren, ich kann alles Mögliche damit machen. Und das finde ich doch wirklich großartig. Ja, und in diesem Sinne, ich habe noch einen Termin und muss los. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!